Was geht, Philipp? Nicht viel. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie geht's dir heute? 10. Warum 10? Nach dem Sieg geht's mir sehr gut. Wie oft wird dein Name falsch geschrieben? Sehr oft. Und wie oft haben wir ihn schon falsch geschrieben? Bestimmt auch schon ein paar Mal. Fühlst du dich mittlerweile wohl auf der linken Seite? Ja. Philipp, Wien oder Mainz? Wien. Hast du einen krassen Wiener Dialekt? Leider nicht mehr. Welches Wiener Wort müssen wir auf jeden Fall kennen? Bist du deppert. Heißt übersetzt? Bist du dumm. Hast du einen Spitznamen? Nein. Hattest du mal einen? Nein. Philipp, was kannst du außer Fußball so richtig gut? PlayStation spielen. Was spielst du so? Call of Duty. Wer ist dein Zimmerpartner im Trainingslager? Karim. Wie überstehst du lange Auswärtsfahrten? Mit einem Buch oder einer Netflix-Serie. Welche Serie gibt's gerade? Ich bin gerade auf der Suche nach einer neuen. Hast du schon mal glatt rot bekommen? Ja, einmal. Wann war das? Es war in der dritten Liga beim VfB Amateuren. Warum? Notbremse. Also zu Recht. Ja. Hast du ein Ritual vor einem Spiel? Nein. Was war dein coolstes Geburtstagsgeschenk, was du je bekommen hast? Die PlayStation 5. An wen ging deine letzte WhatsApp-Nachricht? An meine Freundin. Kaffee oder Energy Drink? Kaffee. Hund oder Katze? Hund. Netflix oder Amazon Prime? Netflix. Wann, Philipp, sehen wir dein erstes Bulli-Tor? Ich hoffe, nächstes Wochenende. Wieso hat es bis jetzt noch nicht geklappt? Noch keine guten Vorlagen bekommen. Welche Musik läuft bei dir auf dem Weg zum Training? Hip-Hop. Was machst du, wenn dir alles so richtig auf den Sack geht? Gucke ich mir irgendein YouTube-Video an, über was auch immer. Yeah, Philipp, es erscheint eine Fee. Du hast einen Wunsch frei. Was wünschst du dir? Den Klassenerhalt. Bei welcher Sportart schaltest du sofort ab? Snooker. Und bei welchem Sport machst du den Fernseher auf jeden Fall an? Fußball, Formel 1, Skifahren. Von einer Skala von 1 bis 10. Wie beschissen ist Fußball ohne Fans im Stadion? Minus 4. Wie schaust du, wenn wir am 34. Spieltag die Klasse halten? Ja. So. Sehr cool. Danke, Philipp. Bitte.